herzlich willkommen zu Kingdom Hearts 2. Wir sind bei Tron und wollen jetzt mit dem Solarsegler zum MCP fliegen, oder? Oder was zum Io Tower? Frage. Tron ist doch blau. Wenn Tron sowie Power Rangers also nicht nur ein Tron wäre, sondern einfach eine Gruppe aus mehreren Trons, hätten die dann alle unterschiedliche Farben und wäre das dann alles ein Farbspektron? Da, 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 da. So. Ich dachte, das passt, weil der Witz genauso flach ist. Nein, ist okay. Ja, ist awesome, doch. Nee, aber tatsächlich, nach dem Lore würde ein andersfarbiger Tron eine andere Funktion erfüllen. Machen wir noch ein paar Driver, einfach weil ich es kann. Was kann man machen? Nein, einfach einsetzen. Also, weil ich war gerade wieder auf Null, wenn ich halt gesagt habe, ich will ein bisschen die Form trainieren. Da ist mir übrigens mal eine sehr interessante Frage wie nochmal eingefallen. Immer her damit. Was haltet ihr oder auch Nazgul in diesem Moment? Wenn wieder jemand Melonen machen geht. Ja, genau. Spiden, no? Vom generell vom Überleveln in Spiel. Oder generell zum Beispiel von viel trainieren, dass man eigentlich zu stark ist, um auf das nächste, für die nächste Level zu kommen. Darf ich dir die Frage als Gegenfrage, wie fandest du Pokémon X und Y zurückgeben? Weil das war genau das, du warst in X und Y permanent überlevelt. Ja. Also, wie hat dir das Spaß nicht gemacht? Also ich muss leider immer sagen, ich mag überleveln leider immer. Weil das ist für mich Teil des Spiels, dass man auch, wenn man es einfach cool findet, stark sein zu wollen, dann halt auch jede Ecke und jede Möglichkeit ausnutzt, um immer besser zu werden. Deswegen mag ich Monster Hunter ja auch. Ich kann einfach, wo ich entscheide, gegen ein wirklich starkes Monster zu kämpfen, um das nächste Questreihe freizuschalten, kann ich mich entscheiden, vorher jegliche Rüstung, jegliche Waffe zu sammeln, die ich bis dahin haben kann. Das ist für mich die Herausforderung. Und das liebe ich an solchen Spielen. Deswegen, überleveln ist für mich innerhalb des Spiels. Ich hasse Spiele, die das limitieren. Ich habe mir zum Überleveln noch nie wirklich Gedanken gemacht. Allerdings muss ich jetzt selbst feststellen, naja, im Dark Souls bin ich auch ziemlich überlevelt aktuell. Ne? Ja, macht dir das dann weniger Spaß? Es macht mir Spaß, weil ich so frustriert drauf gehe. Siehst du, das ist echt viel besser, wenn man es kann. Die Aussicht ist toll, aber ich komme mir vor wie beim Präsentierteller. Habt ihr das gehört? Der Solarsegler bewegt sich auf Lichtwelt fort. Wenn er zu schwer ist, rutscht er von dem Welt und von Abstürzen. Hallo, du bist ja doch da. Der Solarsegler hat kein Defensivsystem. Der MCP ist nicht dumm. Er wird die Simulation angreifen. Wir müssen sie verteidigen. Okay. Oh, fallen wir. Aufbrechen! Ruft er, während er auf die Sektplatte zeigt. Ich muss tatsächlich Cloud gleich mal fragen, weil es gab ein Fantasy-Teil, es war aber leider eines der moderneren, wo man tatsächlich einen Regler gegen das Überleveln geschoben hat. Da konnte man sich erst, wenn man bestimmte Dungeons geschafft hat, weiter aufleveln. Ich fand das eine unheimlich miese Spielmechanik. Ja. Ich meine, ja, okay, storymäßig und damit es immer noch eine Herausforderung ist, verstehe ich, aber es geht halt gegen meine Vorlieben bei Spielen, das finde ich doof. Ja, zum Beispiel sein Lieblingsspiel, weil Fantasy 8 ist ja so ausgelegt, dass die Gegner mitleveln. Also du kannst dich zwar trainieren, wie du willst, du kannst das komplette Spiel auch auf Level 1 durchspielen, weil einfach die Gegner immer gleich stark im Verhältnis dazu bleiben. Mhm. Nee, es war irgendein späterer Teil, vielleicht irgendwie 13 oder sowas in der Richtung. Das hier ist keine Vergnügungsfahrt. Der MCP wird uns nicht so einfach gewähren lassen. Der Solarsegler ist überladen. Beseitige die Gegner. Wir fliegen mit dem Solarsegler in ein Land, was irgendwo. Du bist pünktlich zur Action wiedergekommen. Du hast nur eine oder zwei Fragen verpasst. Oh, da können wir ihn natürlich jetzt blind die Frage stellen, ohne dass es für mich beeinflusst wird. Cloud, was hältst du in Spielen vom Überleveln? Also, wenn du zu stark bist. Kann ich schon. Danke. Sehe ich auch so. So, dann hast du da das ähnlich? Ja, ähnlich. Sag ich das ähnlich? Ja, du hast dir nie deinen Gedanken drüber gemacht, aber du hast es schon getan und du fandest es nicht zu schlimm. Also es hat jetzt nicht deine Spielfreude irgendwie minimiert. Ja, aber ich bin halt auch so ein Mensch, ich, wie ich eigentlich sage, es darf auch ruhig leicht fordernd sein. Ich bin der Meinung, man darf ruhig so sehr trainieren, dass die Kämpfe extrem langsam sind. Extrem ohne Probleme ablaufen. Weil wenn es zu einfach ist, dann ist halt auch wirklich dieser, na okay, aber wo ist die Herausforderung? Ja, für mich ist es dann so, dass wenn mich das Spiel so leveln lässt, dann ist das das Problem vom Spiel.
das meine ich halt bei Dark Souls. Ich bin, glaube ich, dafür gerade zu überlevelt, weil durch Gegner oder Bosse sterbe ich echt kaum noch. Ich wirklich nur noch stürze. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn oder Intention des Spiels. Ich finde das eigentlich nicht. Solange dich das Spiel das machen lässt, ist es in den Grenzen. Dann, du hast ja auch Zeit und Mühe investiert, um zu leveln, sag ich mal. Deswegen, warum nicht? Noch eine Frage an dich, Cloud. Gehe ich richtig in eine Annahme? Es gab doch irgendwann mal ein Final Fantasy Spiel, das tatsächlich so funktioniert hat, dass du irgendwo so auch zwischendurch im Spiel eine Level Cap hattest und du durftest nicht weiter spielen, also du durftest nicht weiter leveln, ehe du das nächste Dungeon oder so geschafft hast. Das hat mir ein Kumpel mal von Final Fantasy 18 oder Ende später erzählt. Ach so, ja, du hast ein Kristallium und das wurde immer erweitert. Du konntest aber schon weitere Erfahrungspunkte sammeln. Du konntest erst im wenn du das mal nächsten Spiel geschafft hast oder das Kapitel erreicht hast, konntest du diese Punkte erst einsetzen. Aber es gab an der Grenze, du konntest nur an dem Gebiet nur so und so weit leveln. Also im Prinzip wie bei Pokémon Colosseum mit den Krypto-Pokémon, die haben ja auch Erfahrung gesammelt, erst wenn sie wieder normal wurden, hast du dann alle Level ab. Sowas gab es bei Final Fantasy, sowas gab es bei Final Fantasy 10 auch so ein bisschen, da gab es dann Zero-Stops. Ja. Aber ich muss sagen, bei Colosseum fand ich es dann trotzdem noch besser, weil da hat man sich dann einfach immer total drauf gefreut, dass sie nicht mehr Krypto sind. Da hat man sich dann echt drauf gefreut, weil sie dann total gelevelt haben. Oder halt, wenn du Dokapon Kingdom spielst und der Darkling warst, sobald du dich zurückverwandelst, bekommst du auch die Erfahrung, erst wenn du den nächsten Kampf gewonnen hast. So weit Dokapon? Sehr gerne. Ja, aber, ja. Der MCP liegt genau vor uns. Zeit, also, den digitalen Spuk zu beenden. Für alle, die es immer noch nicht mitbekommen, es ist wieder Melonenzeit. Damit wisst ihr, die Aufnahmezeit ist wieder so weit fortgeschritten. Oder wir machen es mal out of order und es ist mal vormittags. Wer weiß das schon? Wir stecken voller Überraschung. Ah. Jetzt safe. So, das Kisten. Oh, da kommt durch! Ja, das läuft ja. Hä, wirklich? Was? Ja, ja. Wie, was? Hä? In einer kleinen Truhe war auch da kommt durch drin und dann haben wir die Termine. Ich dachte, die sind selten. Sind sie ja auch. Nein, die sind an festen Destinationen. Ja, gut, das verstehe ich. Aber trotzdem sind sie halt nicht so häufig, dass man damit haushalten kann wie sonst. Wir haben ja gesagt, irgendwann müssen wir mal auf 7 kommen. Ich dachte aber trotzdem, die würde man irgendwie ein bisschen epischer verteilen. Das letzte war, das habe ich immer nie gefunden, das war in der letzten Welt, da war irgendein Speicherpunkt. Und dahinter musst du einfach nur springen, weil da war so ein bisschen tiefer gestelltes Ding mit einer kleinen Kiste. Habe ich nie beachtet. Irgendwann bin ich da mal runtergesprungen, dachte, was ist denn da drin? Oh, ich kann bloß und dann, oh, da ist ja das Linse, weil ich ewig gesucht habe. Das ist auch eine schöne Frage. Gab es wirklich ein Spiel, wo ihr euch daran erinnern könnt, dass es eine Stelle gab, wo ihr euch sicher wart, wenn ihr jetzt nicht nachgeguckt habt, wenn ihr nicht irgendwie einen Hinweis bekommen hättet, out of game? Speichern, oder? Hast du gespeichert? Soll ja nicht gegen die scheiß Barriere laufen, er soll weiterlaufen. Hast du gespeichert? Nein, ich bin doch noch nicht zum Speicherpunkt gelaufen. Ich wollte loslaufen, da ist er in die Barriere reingelaufen, hat den Ort gewechselt. Was war die Frage, Nasco? Frozen Eye? Ich bin viel persönlich. Die Frage war, gab es je irgendwas in einem Spiel, das ihr ohne externe Hilfe nie gefunden hättet? Weil es einfach so unschaffbar wäre. Schafft mir es, den NPC zu vernichten oder die Stadt draußen wieder normalisieren? Wenn wir nicht so nehmen, haben wir Leon und die anderen keine Chance. Ich glaube, da gibt es zum Beispiel Final Fantasy 12 das typische Doxalanz-Phänomen. Da öffnet man sonst Kisten, wo man die stärkste Waffe des Spiels nicht mehr bekommen kann. Endlich ist der Moment gekommen, mit dem MCP abzurechnen. Der MCP hat aber immer noch so viel Lakaien. Seien wir also vorsichtig. Was in Final Fantasy 10 die Tempelprüfung wäre schon manchmal ein bisschen schwierig geworden. Der MCP ist gut geschützt. Wir müssen zuerst seine Verteidigung knacken. Dann können wir ihn Stück für Stück löschen. Er besitzt letzten Endes ja nur aus da. Weil wir die 10 die Tempelprüfung hätte man aber auch so schaffen können. Ansonsten wüsste ich jetzt im ersten Moment nicht. Ich hätte zum Beispiel niemals alle Tafeln in Pokémon Horas gefunden. Ja, das ist auch so ein Ding. Mir geht das auch so im ersten Teil von Pokémon, ja, in Rot und Blau. Ich hätte niemals das Berserk-Gen gefunden. Ich habe was gefunden? Das Berserk-Gen. Bei Pokémon Rot und Blau? Ja. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das Berserk-Gen? Ja, siehst du, das erzähle ich vielleicht sogar mal was Neues. Du meinst nicht den Pokerus? Nein, das Berserk-Gen ist ein Item. Das Berserk-Gen ist ein verstecktes Item in Pokémon Rot-Blau. Das kann man auch finden, das ist nicht getrickst oder gecheatet. Das ist ein Item, das in Azuria City im Wasser vor Mewtwo's Höhle irgendwo im Wasser liegt. Und wenn man nicht genau den richtigen Wasserfleck anspricht, findet man das nicht. Das ist irgendein spezielles Item. Ich weiß nicht mal mehr, was es macht. Das ist irgend so ein kampfeinsetzbares Item.
sowieso X-Element. Ich weiß nicht mehr genau, was es macht, aber das kann man tatsächlich dort finden. Und ohne das gewusst zu haben, hätte ich das nie in meinem Leben gefunden. Ich weiß gar nicht, gab es damals schon Item-Radar? Ich glaube nicht. Natürlich, der Detektor. Naja gut, aber ich glaube auch damit wäre es schwer gewesen. Hab ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Hm. Seconded. Da seht ihr so eine Böse. Der schon wieder? Sag, der Vollstrecker des MCP. Hartnäckiges Pack, eure Zeit ist um. Das ist Sorg von euch auf eure Übermensch. Ich muss dir leider sagen, genau dasselbe habe ich das erste Mal gedacht, als ich ihn hier gesehen habe. Ich alleine wegen dem Namen. Kneel before Zod. Zod Monte. It's fine, so. Ich bin der Melonen-Samariter. Willkommen im Melonen-Paradies. Ach, wenn es doch nur so wäre, dass man sich einfach noch vorstellen müsste. Ich sollte jetzt echt durch Musik lohnen. Was eine Scheiße, was war das denn? Ich esse irgendwie im Sommer übelst viel Melonen, im Winter dafür gar nicht. Weil es im Winter die meisten Melonen nicht gibt. Oder sind Schweine teuer? Danke für die Unterbrechung. Du bist sehr beharrlich, Tron. Er war bei mir. Und ich bin besser als du. Ich bin mich manchmal so. Ach so, ich hab. Nee, nicht du. Ein großartiges Team gewesen. Ah, so ich geil. Hab grad gedacht, dein Kopf wäre abgeflogen. So geil, einfach auf den Tisch fertig. Problem solved. Problem solved. Jetzt zu dir. Leider ist er kein Mensch, sondern ein Programm. Das Ding ist der MCP? Ja, Äußerlichkeiten bedeuten ihm nicht viel. Das wäre schön, wenn er einfach so jetzt wuu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 u
weiterentwickelt. Sie sind überflüssig. Werde ein Teil von mir, dann kontrollieren wir zusammen die Welt. MCP, du bist hier derjenige, der nicht versteht. Zog! Alle meine Funktionen gehören jetzt dir. Zweite Stufe des Bosskampfes ohne speichern zu können zwischendurch. Ganz schön gemein. Der erste war ja auch nicht so schwer. Das war ja echt geschenkt. So geht das hier nicht. Wahrscheinlich jede Stunde schwer. Jede Bank. Jede Welt. Solche Welten. Explodiert. Ja. Ich dachte, man konnte auch gegen das MCP-Programm selber kämpfen. Das macht man ja auch. Jetzt kämpft er aber gegen Zorn. Ja, damit er außer Gefecht ist, damit die Schutzschilder auf den MCP herum verschwinden, damit ich den MCP angreifen kann. Ah, okay. Das ist ja nicht down. Ich war rumlaufen. Eigentlich war irgendwo in der Rückkehr, du konntest da was reinschießen, möchte ich meinen. Kann sich schon schnell angreifen. Jetzt dreht sie. Oh, okay, never mind. Also ja, ich kann sie angreifen, aber scheiße. Ich werde deine Daten restaurieren. Ja, was willst du machen? Vielleicht hätte ich ihn weiter angreifen. Der Kamerawinkel ist klein. Ich brauche keine Kamera, um das Spiel zu spielen. Nein, weil das Ziel auch durch den Gegner durch. Bleibt dort eigentlich auch an. Aber das ist okay. Mir ist auch bei Monstern da aufgefallen, dass ich inzwischen auch schon ohne den Gegner zu sehen, solange ich ungefähr weiß, wo im Spielfeld was ist, kann ich ihn angreifen. Darin bin ich besser geworden.
Okay, ich habe hier kein Dreieckskommando und auch sonst nichts. Seht ihr das auch? Greift jetzt mal die Schutzschilder an, Chris. Das ist die innere Reaktion auch schon ein Zerbrechen. Eben, das war... Okay, never mind then. Okay. Apparently that was the thing to do. Doch, öfter angreifen. Warum? Ich lösche die ganze Zeit. Du wirst löschen. Also, wer es löschen will, ist zu Trons Hilfe. Wechsel Donald. Nein, nicht wechsel Donald. Wechsel Programmstart. Das hätte mir einer sagen müssen, dass ich Tron in den Kampf mitnehmen muss. Ich wette, dass du vielleicht auch nicht vielleicht Folge 3 kriegst, noch warten sollen. Aber ganz ehrlich, das hat keiner hier mitbekommen. Ja, wie der sagt, nur falsch geschehen. Oder gestaut. Okay. Das ist aber nett, Stark. Das ist es. Das ist es. Es ist nicht stark, es ist Netztag. Ja, war schlecht. Man sind ja nicht gesagt sogar ganz gut. Alter, der MCP sieht zu bescheuert aus. Kann man nicht. Aber man muss leider sagen, wir sind genau so schlüpfen. Kann ich nicht sagen, weil ich den Film ja wie gesagt nicht gesehen habe. Ich muss auch sagen, das ist so ein Film, der wahrscheinlich nicht so gut gealtert ist. Der ist wahrscheinlich schwer heute noch um zu gucken und ernst zu nehmen. Meine Abnehmung. Ja, na, die muss ich ja angreifen. Ja, nee, verstehe ich. Kein Tod. Dann habe ich ja Gita, wenn er wieder aufsteht. Also in dieser Kampf läuft wahrscheinlich, wenn das immer das gleiche ist, darum wieder unten sehr langweilig. Ja, könnte ich, aber wenn ich das mache, ist Sarg länger außer Betrieb gesetzt, sodass ich länger mehr Schaden machen kann. Ja, weil ich das wahrscheinlich schon mal angenommen habe. Irgendwann. Ach, das wird aber doch verschwindend gering. Ich weiß aber nicht, dass sie nicht da ist. Aber du musst leider sagen, es ist so ein bisschen ein Autoscroller-Kampf, weil man immer darauf warten muss, dass man nicht irgendwie angreifen kann und dann auch nur begrenzt Schaden machen kann. Oder? Ja, na klar. Also, ja, ich mag an diesem Controller überhaupt nicht, weil man so wenig Einfluss darauf hat, wie schnell oder wie gut man ist. Ich finde das sehr, sehr langwierig und langweilig. Ja. Das fand ich manche Kämpfe schon, aber... Es gab auch bei Monster Hunter 4, war es glaube ich, gab es den Endkampf des Spiels, der offiziellen Story, der Einzelspieler-Story. Und das war halt einfach mal ein ganz stinknormaler Autoscroller-Kampf. Eigentlich kein Anfang, das hat nicht bedeutet, wie gut du bist, auch welche Ausrüstung dabei hast, war total egal, es war eigentlich nur Nutze, die Waffen vor Ort sind, also Kanonen und alles, Dinge, die nie im Spiel benutzt, das fand ich sehr gut. Ja, da finde ich noch schlimmer, bloß Bosskämpfe, die nur aus Quicktime-Events bestehen. Also was wirklich nur ist, drücke im richtigen Moment das Quicktime-Event. Ja, so hat es mich. Solchen Autoscroller-Kämpfen kann man doch Spaß haben, wenn man irgendwann so gut in dieser Mechanik ist, dass man die Augen noch relativ schnell sieht. Aber das ist halt auch nicht wirklich wichtig. Weil wer spielt das Spiel mit einem Autoscroller? Also ich zuhören und sage, du sollst alle Bedrohungen eliminieren. Warum machst du es nicht? Warum bist du so eine Pfeife? Ja, steht da und lässt sich auch erspielen. Sollen wir einen Sarg nicht bereitstellen? Auf den Sarg! Ich find's gut, dass du da nichts machen kannst.
teilen. Kannst du es teilen? Er hat ja auch nur irgendwie. Ich meine einfach generell, er kann nichts machen in dieser Phase. Ja, das Vieh hat 4,5 Leben dann geteilt. Und steh auf, ich brauche dich. Sag halt die Fresse, ich brauch Tron. Ja, na klar, doch. Nee, das geht doch mir klar, aber jetzt hat das mal gesehen. Also, hat das schon mal? Ja. Auf den Büschel! Oh, ja. Zumindest ist keine nervige Musik dabei. Oh, hier kommt eine nervige Musik. Ja, es gibt noch Leute, die diesen Song nicht so gut finden. Ich höre ehrlich gesagt nur den Gedoppelten. Wo ist denn der nächste Eingang? Was mache ich denn Eingang? Dankeschön. Komm on, letzte Zeile. Du sollst nicht Limit machen! Du solltest das fucking Dreieckskommando nutzen! Stopp! Danke, dass ich meine kompletten MP dafür verbraucht habe. Vogel. Was eine Pfeife, ey. Game over incoming! Sehr schön. Boom! Reflect-Element. Ja, jetzt haben wir Reflect-Garm, glaube ich, mittlerweile schon. Ja. Auffüllen? Ja, noch nicht. Mit Gula? Wenn noch Zeug davon da ist, dann ja. Aber er hätte sein hässliches Sarggesicht kaputt gemacht. Mehrmals. Aber du siehst, es ist immer noch da. Jetzt war es einfach gut. Einfach als nichts. Geschafft! Aha, du kannst dich ja auch richtig freuen. Das habe ich von euch gelernt. Als Programm hat meine Emotionalität aber Grenzen. Kein Problem. Ich optimiere deinen Code, wenn ich wieder in der Userwelt bin. Du? Das lass bitte lieber bleiben. Danke. Wie seht ihr das? Ein tanzender und singender Tron. Das wär's doch. Oh, ja! Okay, wenn ihr meint. Aber bevor ich abstürze. Was? Sora, Donald, Goofy und allen Usern da draußen. Vielen Dank. War mir eine Ehre. Ihr habt mir wirklich geholfen. Er ist jetzt wieder der König der Welt. Stärker gemacht. Ihr habt mir gezeigt, was Freundschaft ist und was sie bewegen kann. Das vergesse ich euch nie. Als ich euch traf, wusste ich sofort, wir würden gemeinsam das System vom MCP befreien. Der Social Link ist geboren. Machen User es nicht so, wenn sie Abschied nehmen und traurig sind? Das ist eher wie gemaxt, das Social Link. Wir kennen ihn ja schon. Ja, Tron, aber es ist gleichzeitig ein Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen. Verstehe. Also dann? Ihr habt die Persona des Windows Task Managers freigeschalten. Ich verspreche es. Versprechen nicht hält, komm, schicken wir dich in. Schicken wir dich in den Papierkorb. Hat er echt gerade Suizid begangen? Tron! Er ist abgestürzt, hat er gesagt. Ha! Wortwörtlich! Ja, das fand ich auch so witzig. Ich habe mich schon gefragt, ob das seine Alternative für Sterben ist. Synonym. Die Stadt kehrt langsam zur Normalität zurück. Die einzigen noch übrigen Herzlosen sind die üblichen Verdächtigen. Und es sind weniger als zuvor. Jetzt brauchen wir nur noch die drei Heil zurück. Darf ich kurz anmerken, dass alle Weltboss-Gegner, die ich heute gemacht habe, ziemlich da kacke seid waren? Ihr ja. Willkommen zurück. Ich weiß natürlich nicht, wann wir heute angefangen haben.
Na, das war Jafar, das war das Vieh aus König der Löwen. Wie sieht sie aus? Okay, nein, bei Halloween Town, der war okay. Und keine Spur vom MCP. Der war echt einfach. Der MCP war doch nur langwierig, immer das Gleiche. Ja, aber der war halt auch blöd. Was soll denn das lange Gesicht? Stimmt was nicht? Tu dich plötzlich verschwinden! Dabei hat er uns versprochen, wir sehen ihn wieder. Was passiert da? Lass mich raten. Seid gegrüßt, Freunde. Das System ist wieder bereit für User-Eingaben. Tron! Wir bleiben in Kontakt. Ja. Ach so. Wir haben den alten Herrscher gestürzt, damit Tron jetzt der neue Herrscher ist. Hey, hör auf damit. Sitzt Tron auf dem Thron. Tron ist kitzelig. Und wie ist das? Bitte da aufhören. Systemfehler. Error. MCP wieder aktiv. Ich glaube, Tron hat etwas zu viel aus dem Papierkorb wiederhergestellt. Wartet, kurze Auszeit. Ich will euch eins und dann zeigen, was ich in den Systemarchiven gefunden habe. Nudes. Wie die Stadt aussah, als sie errichtet wurde. Ah, schade. Oh, ja, Nudes. Ist das wieder wichtig? Ja, richtig. So sah sie mal aus. Ganz wie in alten Zeiten. Ich wüsste zu gern, wann sie dieser Stadt einen so grauenvollen Namen wie Hollow Bestien gegeben haben. Früher hatte diese Stadt einen anderen Namen. Ja? Radiant. Danke. Genau. Radiant Garden. Okay. Ich habe schon ein paar Mal verplappert, weil ich eigentlich statt Hollow Bestien immer Radiant Garden sage. Ehrlich gesagt, habe ich nie drauf geachtet. Hat er auch nie, wo du dabei warst. Nee, ich habe mir was zusammengerissen, aber ich für gewöhnlich sage ich nie Hollow Bestien, sondern Radiant Garden. Das war eine neue Episode hinzugefügt. Die machen wir vielleicht später jetzt über der Twilight Town, oder? Dafür müsst ihr erstmal fliegen. Ja. Du oder ich? Neue Episode bei was denn? Ja, in Radiant Garden. Eventuell ein super starker optionaler Bossgegner. So, aber die Schlösser da oben, die drei waren doch jetzt voll. Ich dachte, wenn man alle drei hat, dann hat man die Welt. Ja, es gibt da ein. Die neue Episode ist ein super starker optionaler Bossgegner. Ah, so. Quasi so. Wie, um rechts die drei Schlüssel sind alle da, aber es ist halt trotzdem noch was man da machen kann. Willst du die letzte Mission? Das ist ja nicht die letzte Mission, das ist die vorletzte Mission. Vorletzte, dann mache ich die. Einer von euch beiden. Nein, ich krieg die vor, du willst die letzte vielleicht, du bist doch besser als ich. Dann darfst du die bitte. Ich glaube, du bist besser als ich. Angriff des Panzerschiffs. Ich war ein Angriff. Ladies, streitet euch. Los. Wir sind uns beide darauf einig, dass Nasco schlechter ist. Ich meine, wir müssen diesen optionalen Bosskampf auch noch nicht triggern, weil sie es nicht lohnt im Endeffekt. Aber wir wollten noch mal zeigen. Aber die Szene, ich bin mir eingefallen, da gibt es ein paar Szenen davor. Ich würde die ungern triggern wollen, bevor wir den Kampf machen. Lass uns weiter diskutieren, während ich fliege. Weil die Szenen sind doch relativ cool davor, finde ich. Zumindest für Final Fantasy VII Fans sind die Szenen doch richtig nostalgisch und richtig cool. Ich beuge mich deines Urteils- und Erinnerungsvermögens. Weil du ja weißt, der Kampf wäre jetzt eh noch. Nur zum zeigen, dass wie schnell wir scheitern. Natürlich nur zum zeigen. Ich habe doch gesagt, dass jeder von euch den auch einmal machen darf. Ja. Wir probieren ihn dann, wenn du gelevelt hast. Ihr dürft ihn auch gerne für vorher probieren. Siehst du die Symbole? Nein. Was da diese riesigen Sternzerstörer auf den Zug fliegen, haben überall niemand das Symbole drauf. Ah, krass. Nee, wow! Wie gesagt, das Ziel ist es hier zu überleben, nicht die alle zu zerstören. Ja, ich merke schon, weil ich den kaum Schaden kann. Kann aber dein Sternzerstörer nicht Leute zerstören. Wir machen gerade den Missionsrun und dann gibt es noch einen Schatzrun, wo du die Gegner besiegen solltest und dabei Schätze einsammeln. Ah. Um deine Gummijets aufzubessern. Ich verstehe.
Man kann sich natürlich fragen, wenn man alle Missionen geschafft hat, warum sollte man seine Gummijets noch verbessern, weil man hat ja schon alles geschafft. Einfach, weil sie vielleicht geil aussehen. Und weil halt manche Gegner wirklich seltene Schätze hinterlassen. Sternzerstörer kann ich wirklich gar nichts anhaben, die sind einfach da. Ob das einen Grund hat, dass wir jetzt nicht niemanden kämpfen, wo wir nach Twilight Town gehen? Ich weiß es gar nicht. Not. Aber eigentlich könnte ich mir auch keinen Grund vorstellen, denn diese Gebiete, wo wir hier lang fliegen, hat eigentlich auch nichts mit Twilight Town zu tun. Naja, okay, stimmt, aber generell ist diese... Ich finde das mit den Welten sowieso interessant, dass das ja irgendwie so ein unendlicher Raum ist, der halt da, wo die Welten sind, aber sonst irgendwie nicht. Ist das dann so mit Universum-Assoziation oder wie kann man sich das vorstellen? Und was ist dann das, was wir hier beim Gummijet fliegen mal alles sehen? Ich meine, das hier würde ja annehmen, okay. Niemande, riesige, niemande. Fuck! Fuck! Sucks to be you, I guess. I know. I am terrible. Yeah, but also you have kind of good looks, so it's fine. I have good looks, well. Compared to the rest of us, maybe? Baby noch. Hey. Ach so, das sind Löcher. Ja, beziehungsweise da hättest du wahrscheinlich hinschießen müssen, um die Tür zu öffnen. Nee, ich hab, glaube ich, eine geschafft. Du hast aber noch die Hälfte am Leben, also. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht wie lange, manchmal gehen die Dinger etwas länger, aber eigentlich bisher keine großartige Gefahr. Wenn du jetzt nicht anfängst, locker lässig zu werden. Ja, ich steuere einfach gar nicht mehr. Ah, okay, warte. Zieh noch nicht wirklich viel Leben ab, muss man sagen. Nein, das ist eigentlich ziemlich viel. Wir spielen ja hier auch nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, warum soll das funktionieren? Ich meine, du bist gegen drei Türen geflogen und hast immer noch mehr als die Hälfte. Ja, gut. Ich glaube, die musst du beschießen. Ja, ja, ich glaube, man muss in diesen Missionen alles. Ich weiß nicht, wie es mit dem Dauerfeuer aussieht, aber das. Ich mach Dauerfeuer. Nee, mit dem Rückhalt meinte ich aber. Nee, mach ruhig. Ja, kein Dauerfeuer, das sind ja Zielraketen. Aber ich mag dieses Anvisieren eigentlich nicht, weil ich es nicht so effektiv. Aber es wird wahrscheinlich auch nur einfach überleben sein hier. Wenn, alles kaputt kloppt, ja, wenn du das Ding kaputt schießt, gibt es wahrscheinlich eine extra Belohnung. Obwohl ich das glaube ich gar nicht denke, dass das so richtig geht, denn ich sehe nicht so viel Effekt. Ich habe damals, als ich das erste Mission gebraucht, dass es hier auch Erfahrungspunkte gibt, dass du hier einfach Erfahrungspunkte kriegst, dass du das 20 Mal machst und dann übrigens aufleveln kannst, dass du nicht in-game trainieren musst, sondern hier. Ja, aber das ist aber eher. Aber Knüppeln halt, macht doch viel mehr Spaß. Das ist halt eher so Minigame-Charakter. So, bei Kingdom Hearts 1 gab es bei Gummijet Erfahrungspunkte, oder? War das so? Aber ich muss auch zugeben, ich würde selbst das hier nicht eher machen zum Trainieren als Knüppeln. Den solltest du nicht da, ich wollte dich davon nicht treffen. Ja, aber der hat mich ja auch gar nicht anvisiert. Jetzt wird er mich wahrscheinlich anvisieren. Du hast. Oder? Yay! Geschafft! Fahrt gesichert! Gut gemacht, Rosenheim! Und wenn ich sage, dass das die vorletzte Gummijet-Mission war, war es glaube ich die letzte. Hat er mich getrickt? Nee, ich glaube, das war. Hat er mich geprankt? Nee, war glaube ich die letzte. Zum Glück hast du es gemacht. Nee, das kann nicht die letzte gewesen sein. Ich habe noch eine Gummijet-Mission vor Augen, die richtig räudig ist. Okay. Das kann ich. Warst du freiwillig? Bist du bescheuert? Nee, deshalb wollte ich die halt machen, damit Frozen Knight die letzte macht. Ach so. Ach so. So, Twilight Town Freistand, Speichern. 47. Und wir sind? Dann war die letzte Welt 50. Twilight Town ist die vorletzte. Ja, okay. Wir sind. Offensichtlich, weil noch keine andere da ist. Und die haben ja da oben irgendwas entdeckt, Chip und Chef, was ja schon ein paar Mal gesagt haben. Wir sind 45 und 45 ist Hollow Bastion. Das war vorher 45 und in 43 war Simbas Welt gewesen. Ja, ich glaube Hollow Bastion war tatsächlich vorher schon 45. Ja. Okay. Twilight Town it is. Du willst doch nur die scheiß Szenen schon sehen, um dich platt machen zu lassen. Hm. Aber ja, aber komm, ich hab mir überlegt, was noch in die Folge passt und was nicht. Ja, die Folge passen noch 10 gut, Scheiter. Gut, jetzt sind wir ja gleich. Wobei wir noch durch die ganze Stadt laufen müssen, weil wir die Speicherpunkte nicht anfliegen können. Na, sind wir etwa nicht wegen des Fotos hier? Hier, seht ihr? Ja, Tushy hat recht. Dann suchen wir dieses Herrenhaus. Auf geht's! Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange Twilight Town war. Was ist los, Nazgul? Natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich hab doch gesagt, von der zweiten Hälfte erinnere ich mir fast gar nichts. Ich glaube, wir müssen nur zum Herrn. Stimmt, wir waren ja hier schon mal gewesen, im zweiten Run gewesen, zwischendurch hier, wo. Und da haben wir festgestellt, dass auch alle Truhen bereits geöffnet waren, genau, also muss ich nicht. Weil da hinten, genau, die sind auch. Also können wir eigentlich alle direkt zum Herrenhaus rennen. Theoretisch. Außer wir werden unterwegs aufgehalten. Wow, ist wirklich höher.
Ja, und wir hatten auch doch wirklich den Backflip. Ja, haben wir das nochmal aufgelevelt, oder ist das noch auf 1? Yo, Gegner. Wir haben Lanzendragune. Das sind niemande. Na klar, und das sind Lanzendragune, die von Xaldin. Ja. Obwohl wir Xaldin bereits ausgelöscht haben. Das ist... Fuck, ja. Hä, was? Wie auch immer, Twilight Town Kampfbeam, go! Findest du das so geil? Ich liebe dieses Lied. Überragend. Okay. Hörst du so, ja. Kann man hören, reicht sich aber nicht vom Motto. Beste Kampfbeam in diesem Spiel. Was ist dein bestes Kampfbeam overall? Sind wir? Nein, da gibt es bessere. Team Plasma, nicht Team Blau. Weißt zum Beispiel, fünfte Generation Team Plasma? Zum Beispiel finde ich Battle Frontier Brain, Diamant, Perl, Platin, Red, Gold, Seen, Silber besser. Mhm. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon-Kampf. Und natürlich Rot. Ich muss leider sagen, bei den ganzen Kampf auf Spielen von Pokémon, ich weiß nicht. Ich finde Pokémon-Musik allgemein gut, aber ich konnte da nie so wirklich viel für empfinden, weil die war immer nur so im Hintergrund, die hat mich nie berührt, muss ich leider zugeben. Was ist mein Lieblingskampf überhaupt? Da gibt es bestimmt in jedem Spiel zwei, drei Varianten und dann daraus das Liebste rauszusuchen. Ich muss zugeben, ich kann gar nicht so genau sagen, was mein Lieblingskampf ist, weil bei Teams habe ich nie so viel geachtet. Warum greift ihr mich an? Weil sie das Ding des Schlüsselsperrs finden. Eben! Ich denke, ich soll euch helfen, wie eine Mauer zu vervollständigen. Ja, aber du würdest ja anscheinend nicht aktiv mit ihnen zusammenarbeiten. Außerdem seid ihr... Du hast doch all ihre Welten so weit besiegt, dass es keine Herzlosen für die mehr zu holen gibt. Außerdem haben wir dass du unendlich respawnt. Außerdem seid ihr Samurai-Niemande. Warum greift ihr mich an? Wo ging's denn eigentlich zum Herrenhaus? Na, hier nach links. Gucken, ob ihr... Oh, es sind keine Menschen mehr da. Okay. Ja, die laufen. Dann gibt's natürlich nichts zu kaufen. Heißt das jetzt überall? Ja, toll! Nee, das sind ja die von... Achso, ich dachte, du... Auch mal nein, ich dachte, du kamst nicht auf den Namen. Nein, doch. Also die Pause so lange das sind die von und du hast direkt die Mixen. Ja, also ich hatte keine... Das, da war eine Pause für mich erkennbar. Nein, weil ich tatsächlich bei den anderen schon gewartet hatte. Warte, was fällt dir denn noch ein? Kannst du irgendeinen niemand zuordnen? Da sagt, warte, die Mux hatte diese Tänzerinnen, weil der ja mit Musik zu tun hat. Da dachte ich, nein. Und wir sind natürlich jetzt dezent unterlevelt. Darum nehme ich auch dezent alle Liga mit, die es hier ist. Ist ja auch richtig. Hier nicht direkt zum Herrenhaus. Aber dezent heißt ja auch, dass Nacht so gut im Spielen ist. Das heißt, das ist vielleicht auch für ihn nicht unbedingt unterlevelt. Na gut, aber man muss auch zugeben, er grindet nicht aktiv. Nur immer ja, zwischendurch Möglichkeit. Unterlevelt bezieht. Ja auch nur auf Bosskämpfe wahrscheinlich. Das erste Mal bin ich gegen einen Berserker niemand draufgegangen. Das stimmt. Hey, ist das nicht der Niemand von Lyx? Frozen, nein, du hast recht. Gut, dass du das erkannt hast und so gut aufgepasst hast. Ja, danke. Fliegt hier schon wieder viel zu rum. Natürlich fliegt der viel zu rum. Es ist immer noch fast Sommer. Also laut Kalender ist noch Sommer. Brandenburg hat ja sogar noch Sommerferien zu dem Zeitpunkt. Jawohl! Ich glaube, dass ich auch auf dem Spiel sind die Sommerferien schon vorbei. Der 2. September 2016. Noch in 26 Sekunden nicht mehr? Wie viele Tage sind vergangen, seitdem wir hier angefangen haben zu spielen? Also im Game. Ja. Ist das jetzt Zeit vergangen? Stimmt. Ist das hier Zeit? Stimmt. Ja, weil hier ist es doch auch eigentlich immer irgendwie, naja, Twilight. Also, mal ernster, gibt es Zeit? Spring doch nicht runter! Dummes Stück Mensch! Hoffentlich kommt der andere dir hinterher. Also, da. Ah, ich will ja trotzdem nur um Landloch und das andere Dach abzulaufen. Außer ihr sagt, hast du überhaupt zu grinden, das machst du irgendwann auch nicht. Dann gehe ich einfach weiter. Wenn du meinst, dass wir bis zu dem Punkt, an dem du ins Grinding gehen wolltest, ohne Grinding kommen, brauchen wir es nicht machen. Dann kann wenn ich du einfach meinst, weitergehen. Wenn du meinst, der erste Boss in der letzten Welt macht dir sonst Lichter aus. Vor dem habe ich gar keine Angst. Dann müsst ihr nicht grinden. Vor der Nummer 2 habe ich keine Angst. Die Nummer 7 macht mir ein bisschen Bange, weil der ziemlich krass drauf haut. Das ist ja dann nach der Grinding-Session wahrscheinlich. Mal sehen. Was sehen allgemein? Ich weiß nicht. Ich habe gar kein Zeitgefühl, wie lange das hier dauert. Ich auch nicht. Bei Twilight dann habe ich nur eine Erinnerung. Also vielleicht gar schon Erinnerung. Also ich weiß, wie es endet vor Twilight Town, der Abschnitt, aber. Ich
Weißt du, was mir auch gerade einfällt? Ich könnte in der ganzen Zeit weiter den Wildform trainieren. Ja. Wieso mache ich das nicht? Wir müssen auch noch mal Peter Pan rufen irgendwann. Ja, stimmt. Wildform kann ich auch offscreen trainieren. Ja. Aber trotzdem, onscreen zu sehen, wie man die Fähigkeit bekommt, ist ja trotzdem interessant. Falls man will. Level 46. Ist doch gelohnt, nochmal zu leveln. Yay. Hast du jetzt eigentlich, gehst du jetzt eigentlich zum Herrenhaus oder willst du jetzt grinden? Ich gehe zum Herrenhaus, aber ich wollte diese Map hier clear. Okay, nee, genau, ich wollte schon wissen, was ich jetzt geschehen habe. Soll ich erst gemeint, du wolltest sie grinden und dann. Ich gehe zum Herrenhaus, aber die Map wollte ich. Wollte mich gerade sagen, es wäre doch was Arsche, wenn hier keiner ist. Mhm. Ihr war vorher das mit dem Schrott, oder? Ja. Wow, ich kann mich noch an sowas, das so weit weg ist. Nur wie eine relativ schicksalhafte Begegnung am Tag 200 irgendwas. Okay. Oder, nee, ich möchte sogar mal sogar 300 irgendwas schon. Das war so echt spät im Spiel. Okay. Ich bin vollkommen ahnungslos. Ich weiß auch, welches Spiel du dich gerade ziehst, aber mit. Und das Beste Kingdom Hearts. Ja? Boah, ein Glück, dass ich alles kann. Ist das so? Nein, in meinen Augen ist es das beste Kingdom Hearts. Ich glaube daran, dass mein Auge auf Roxas der beste Charakter ist, zum Beispiel. Und wenn er der Protagonist ist, dann ist das wahrscheinlich. Lernst du eigentlich hinter den Kingdom Hearts-Teilen generell her? Also weißt du auch in den neueren Spielen, um was es da immer geht? Oder sind die teilweise gar nicht so wichtig? Dream Drop Distance weiß ich gar nicht Bescheid, also das 3DS-Spiel. Und das Handy-Spiel weiß ich gar nicht. Ich weiß auch, dass das mit Rico und dem würde ich nicht gehen. Und um die Reise in die dunkle Welt. Aber ansonsten habe ich eigentlich zu allen Kingdom Hearts Teilen wenigstens so wie, ich nenne es mal eine Wikipedia-Zusammenfassung im Kopf. Ungefähr. Und welches war das nochmal, wo die, ich wusste das persönlich, die den World Ends with You Charakter auftauchen? Das soll Kingdom Hearts 3 werden. Das soll Kingdom Hearts 3 werden. Das gibt es noch nicht, das Spiel. Das ist doch schon ewig her, dass man davon Bilder gezeigt hat. Das war ein Screenshot. Ja, nee, es waren auch schon, glaube ich, das Filmaufnahmen. Das soll in Kingdom Hearts 3 passieren. Okay. Ich dachte, das wäre schon längst passiert, weil das vielleicht ewig her ist. Vielleicht ist es in Dream Drop Distance, aber es soll in Kingdom Hearts 3 passieren. Na gut, zugegeben, ich habe neulich Internetdiskussionen gelesen, ob es. Tokio in dem Zusammenhang vielleicht als Welt geben wird. Und da habe ich mich schon gefragt, warte, ist das Spiel nicht schon längst raus? Würde man das dann nicht schon wissen? Und wie ich da jetzt bisher... die Snipen der Ninjas sind ja schon. Die Kisten sind noch nicht geöffnet worden. Wie ich bisher gegen den Ninjas gesehen habe, ist ja, wenn es, jeden wenn es Charakter von einer Welt gibt, gibt Peter es Pan. Auch die Welt, oder? Na gut, Peter Pan ist hier auch und es gibt auch nicht. Du spielst ja mal so World Ends with You, das ist Kingdom Hearts auf welcher Konsole? Ja, es ist kein Kingdom Hearts. Es ist ganz eigene Franchise, die aber kommt. Kunststil sehr stark an Kingdom Hearts angelegt. Ich dachte, da stand Kingdom Hearts davor. Nein, tatsächlich nicht. Obwohl das natürlich auch gut ist. Aber diese Bilder nerven eher, oder? Ja. Nee, The World Ends with You ist eine ganz eigene Spielereihe, die ist auch in dem Nintendo DS. Aber Reihe ist übertrieben, denn es ist scheinbar so, dass dieses Spiel sich nicht so sonderlich gut verkauft hat anfangs, weil es echt schlecht vermarktet wurde. Aber jetzt im Nachhinein ist es halt ein Spiel für den DS übrigens, das unheimlich schwer zu finden ist und das man unheimlich schwer rankommt. Einfach weil die paar Spiele, die tatsächlich produziert und verkauft wurden, sind jetzt halt bei Sammlern, weil das im Endeffekt so begehrt war, dass man einfach ein riesiges Missmarketing gemacht hat. Okay. Es ist wirklich ein richtig tolles Spiel, nur man hat sich halt nicht so drauf fokussiert, dafür auch ordentlich Werbung zu machen, deswegen hat sich's am Anfang auch nicht so gut verkauft. Für alle, die herausfinden wollen, ob Rosenei gerade Scheiße erzählt oder ob er die Wahrheit spricht, guckt euch nochmal die Folge an, wo wir im Mulans Lager sind und vergleicht seine Aussage von damals mit der von gerade eben. Wie viel hat sich verändert? Wie viel ist Wahrheit? Wie viel ist Realität? Keiner weiß. Wie viel ist Wahrheit und wie viel davon ist Realität? Ich weiß, ich darf das. Oh mein Gott, wie hieß der Mann nochmal, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich, mein Name ist... Ich habe im Prinzip gerade sehr, sehr gut eine, die Twilight Zone oder wie sie hieß. Wie hieß nochmal die Sendung? Es gab eine Sendung, in der immer gruselige Geschichten erzählt wurden. X-Faktor? X-Faktor, das Unfassbare. Ja. Und der Protagonist hat immer ziemlich genau so einen Minute erzählt. Ja. Nein, was ich dort sagen wollte, ist einfach bloß Déjà-vu. Ich glaube, ja, das hast du nämlich im Lagerformular schon mal erzählt. Das kann gut sein, aber das ist Schlange. Für uns. Für euch vielleicht nicht, wenn ihr euch die Playlist am Stück anguckt. Vielleicht ist es für euch erst gestern her. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr wahrscheinlich schon mehrere Stunden unserer Stimmen ertragen haben, wofür wir uns entschuldigen. Well, sucks to be you, I guess. Ja, aber ich kann The World of Tokyo eigentlich sehr empfehlen. Ist ein DS-Spiel,
und es ist eigentlich zu empfehlen, es auch auf MDS zu spielen, weil, wie Nasco mir schon öfters mal gesagt hat, es gibt tatsächlich zwei Events im Spiel, bei denen man ein Mikro braucht. Und mit Emulatoren lässt sich das scheinbar im Normalfall nicht wiedergeben. Plus, ihr solltet nur dann Emulatoren-Spiele benutzen, wenn ihr auch das Original im Spiel besitzt, wie wir es immer machen. Genau. Sonst könnten wir auch nicht die Verpackung nur vorlesen. Immer. Wir haben hier nach Kairi gesucht, aber dann griffen uns diese weißen Gestalten an. Ja, das hättet ihr doch gar nicht tun müssen. Und ob wir das mussten? Einem Freund in Not muss man doch helfen. Du hast recht. Stimmt. Kairi ist jetzt auch eure Freundin. Es heißt, in dem Haus hier würden seltsame Zeitgenossen ein- und ausgehen. Wir dachten, es könnte sowas wie ein Tor in ein anderes Twilight Town sein. Ein anderes Twilight Town? Was meinst du damit? Hey, Goofy, könnten wir vielleicht mal deinen Kristall sehen? Den Beutel habe ich selbst gemacht und ich habe ihn noch. Davon dürfte es also keine zwei geben. Und das ist die Trophäe, die Cypher Sora gegeben hat. Ihr habt sie liegen lassen, wisst ihr noch? Sie ist einzigartig. Genau wie die Kristalle. Rot, gelb, grün, blau. Nur einer pro Farbe. Aber ihr habt euren eigenen. Also, woher habt ihr die Sachen? eBay. Den Beutel hat uns der König gegeben. Darin waren Geld für den Zug sowie der blaue Kristall. Aber woher hat dann der König die Sachen? Eben. Es muss noch eine andere Stadt wie diese geben. Das würde auch erklären, woher der König Beutel und Kristall hat. Dann ergibt alles Sinn. Zeig das Foto! Tut es das? Alles, was uns hier abgeht, muss es dorthin verschlagen haben. Auch Kairi. Na klar! Gut, das passt auch zu meiner Theorie. Also, die ich ganz am Anfang nochmal gesagt habe. Willst du die nochmal wiederholen? Nein. Kannst du nicht machen, wir kämpfen. Ich hab Angst, dass sie falsch ist. Nein. Nee, aber dieses erste Twilight, das wir gesehen haben, halt eher so eine Computersimulation war. Das ist halt super. Das wurde ja dann super. Zweites Twilight Town, das nur eine Simulation ist. Passt ja. Kämpfe an der Seite vom König und besiege alle Knüppelgegner. Der König will mir ja. Er kam angesprungen. Wo ist den Führing? Ja, aber wie gesagt, zwei Momente, wo man in dem Spiel das Mikro tatsächlich braucht, sind beides die absolute Nebensache. Das eine ist ein optionaler Gegner, der tatsächlich nur, der ist nicht mal stark, das ist absolut. Das ist so wie, wenn du in einem Dungeon bist, du weißt, dass eine Schatztruhe drin ist und das ist absolut Nebensache und absolut nicht wichtig für dich 100% spielen. Dann kannst du das natürlich holen, aber du brauchst das Mikro. Sprichst du gerade von der Armbrust aus Dark Souls, an der ich so gescheitert bin? Ungefähr sowas. Eigentlich nutzlos, aber halt einzigartig. Ja. Und die brauchst du nicht zu 100% dran mit Support? Das ist doch nicht. Nee, war falsch gesagt. Ja, 100% dran schon, aber das muss man nicht machen. Und das zweite ist dann noch unwichtiger. Das ist nämlich ganz einfach eine bestimmte, ich nenne es mal, Fähigkeit, die man nur mit dem Mikro einsetzen kann, die über ebenfalls vollkommen optional ist. Das ist wie hier. Nasco auch entscheidet, wenig Magie zu benutzen. Weil es einfach nicht sein Kampfspiel ist. Ich benutze viel Magie. Oh, fuck. Ja, ich hätte jetzt 5 Mittags einsetzen. Weißt du, ohne Hydra benutzt du nicht. Ja, richtig. Ich benutze. Ja, ohne Hydra benutze ich nicht. Hydra benutze ich das. Das meine ich. Und genauso ist es bei der. Willst du 5 Mittags einsetzen? Danke. Duell. Da Capo. Yes. Wenn du 12 Uhr mittags machst, kommt ein kurzes Time is Frozen Sabardo und dann duellierst du dich mit diesem Samurai. Und dann ist entweder Dreieck, Viereck, Kreis oder X der Move, den du machen musst, um zu gewinnen. Weise, der echte Anzen, er hat sich in die Festung der Organisation 13 eingeschlichen. Und wir wissen jetzt, wo Kairi ist. Ich bin mir sicher, wir irren uns nicht. Warum seid ihr eigentlich hergekommen? Jemand hat uns einen Hinweis gegeben. Und wer? Sora glaubt, es könnte Riku gewesen sein, eure Majestät. Das war nur so ein Gefühl. Wenn du das glaubst, dann trügt dich dein Gefühl wohl auch nicht. Heißt das, Riku geht es gut? Wenn dir das dein Gefühl sagt? Ich habe lange genug gewartet. Sagt mir, was ihr wisst. Das darf ich aber nicht sagen. Aber warum nicht, Eure Majestät? Ich muss mein Versprechen einhalten. Ihr habt Riku etwas versprochen? Dann geht es ihm gut und ich kann ihn wiedersehen. Hä? Wer ist Riku? Mein bester Freund. Alles klar. Eure Majestät,
Ihr habt den Beutel mit dem Kristall von Rico bekommen, stimmt's? Und ihr habt ihm versprochen, nichts zu sagen, oder? Was soll ich dazu sagen? Schluss jetzt! Genau, gehen wir. Kairi, Rico, wir kommen. Okay. Gibt es den Speicherpunkt? Ja, hinter der Mauer wahrscheinlich. Also 12 Uhr mittags ist das Event, ist halt sein Dreiecksmoment. Wenn du dann die richtige Taste drückst, machst du den Duell-Sieg und hast ihn besiegt. Wenn du falsch drückst, dann trifft er dich für Schaden. Okay. Dann nichts wie rein. Dieser Ort hält bestimmt ein Geheimnis für uns bereit. Ich weiß gar nicht, wer sie damals gesprochen hat. Ja, ich glaube, ich war sie, du warst hier Heiner und Rosenei war Pence. Ich weiß noch, dass ich Pence war. Ich bin sicher, man kommt durch das Geisterhaus in das andere Twilight Town. Beziehungsweise ich wusste, ich war Roxas, aber... Oder war ich auch das mit... Keine Ahnung. Kein Speicherpunkt hier? Keine Ahnung. Dieses Geisterhaus macht mir Angst. Da ist doch bestimmt irgendwelche Monster drin. Da sind... Jo, König. Rico wird ganz schön böse auf mich sein. Aber wir müssen uns erstmal beeilen, das Herrenhaus durchsuchen. Und zwar betreten wir das in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was uns im Herrenhaus erwartet.